Freunde, ganz kurze Info, bevor das Video startet. Das Ganze ist letzte Woche entstanden, als ich bei Prinz Pi in Berlin zu Gast war. Wir haben ein bisschen über sein neues Album gequatscht, er hat mir ein bisschen was gezeigt und da kommt auf jeden Fall noch einiges an Content auf euch zu. Jetzt haben wir aber erstmal eine Runde, erkennst du den Song, den wir zusammen gespielt haben? Das Ganze ist relativ spontan entstanden, von daher ist die Audio nicht perfekt. Es war trotzdem sehr unterhaltsam, von daher jetzt auf jeden Fall aber viel Spaß erstmal mit Erkennst du den Song mit mir und Prinz Pi. Oh ja, das ist Peter Fox Zukunftpink mit Ines. Das ist richtig. Sieger, Alter. Machen wir heute mal einen Klassiker. Stop. Ja. Dein Ding. Jay-Z und Rihanna Umbrella. Ja. Das ist richtig. True. Ich glaube, die neueren Sachen werde ich wahrscheinlich eher so noch im Kopf haben dann. Aber ich habe einen bunten Mix rausgesucht. Sollte alles dabei gespannt. Sein. Ich bin sehr gespannt. Das ist Crow auf jeden Fall mit Easy. Nee. Ist es Traum? Traum? Nee. Willst du noch nachziehen? Es ist Crow, aber ja, ich bin keine Ahnung. Die hören sich auch alle sehr gleich an irgendwie. Das ist schon länger her. Ja, no hate, aber es ist auf jeden Fall ein älterer Song von vom Ray-Up-Album auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, es ist einmal um die Welt. Okay, doch. True. Ich glaube, da hat Flo ein bisschen den Nachteil. Mal gucken. Möglich? Das ist auf jeden Fall die neue Generation. Ja, Mann. Ich weiß, wer es ist. Auf jeden Fall. Weißt du, wer es ist? Nee. Hast du nicht rausgehört? Nein. Okay, also es ist auf jeden Fall Art. Ah. Wie heißt denn der Song? Belgisches Viertel ist es. Belgisches Viertel. Kriegt ihr beide einen halben Punkt, würde ich sagen. Ja, natürlich. Ja. Belgisches Viertel, true. Ist das so dein Vibe auch noch, den du hörst? So dieses, voll, ja. Fühl ich schon. Sowas Entspanntes irgendwie? Ja, finde ich geil. Das ist richtig. Da bin ich raus, glaube ich. Das hört sich nach Revolverheld an. Nein. Voll. Das ist voll Revolverheld. Ah, okay, ich weiß, wer es ist auf jeden Fall. Find mich wieder auf dem Rücksitz von einem Taxi. Also auf jeden Fall Ed O'Sullivan. Mhm. Ja, aber. Aber bei das, da bin ich das. Da haben wir hier den Number One Fan sitzen, nämlich. Aber ist Edo-Fan? Ja, sehr großer Edo-Fan. Boah, nee, da bin ich leider, da bin ich raus. Song, Titel technisch. Das ist tatsächlich Tür von Edo Sayer und Prinz Pi. Dass ich mir mein eigenes Album vorspielen können und ich wäre so. Hab ich schon mal irgendwo gehört? Vielleicht, aber irgendwie weiß nicht. Ja, finde ich geil. Casper. Bist du der? Stopp! Ja. Casper, seine erste Single, wie heißt es? So weit, so krass, so viel. So stimmt? Ja. So perfekt. Ja. Krass. So richtig. Perfekt. Mit ja. Material noch, aber. Wann ist der rausgekommen, weißt du was? Na, das war 2010 muss es gewesen 2010, sein, okay. 2011. Auf jeden Fall sehr alt, ja. Ja, das ist auf dem ersten Casper-Album, großen XOXO. Genau, ja. Der Mega-Hit. Ja. Krass, okay. Ah, da sehe ich mich. Das ist, das ist Sido und Apache mit, wie heißt denn der Song? 200 km/h, nee, das ist nicht 200 km/h. Das ist irgendeine Nummer, ja. Aber es ist auf jeden Fall Sido und Apache, oder? Ja. Ja. Und die Nummer ist auch, ja. Also es ist eine Nummer. Okay, ja. Willst, willst ich habe das Video 2002. 2002? Ja. Stimmt, ich habe das Video gesehen, da fahren die mit so einem dem kleinen Auto. Das Video habe ich, glaube ich, bis heute nicht gesehen davon. Ja. Ich glaube, das habe ich nicht gesehen, das Musikvideo dazu. Aber der Song ist gut, finde ich. Ja, finde ich geil. Ah. Okay, da habe ich auch einen Vorteil. Das ist Elif. Elif zusammen mit Samlot zu Ende. Nee. Aber, Aber Elif auf jeden Elif Fall. Auf jeden Fall Freunde? Nee. Aber ist es mit Samra das Lied? Ja. Okay, dann ist es Augen zu. Ist Augen zu, ja. Augen zu. Okay. Zählt das jetzt? Du hast ja schon ein halbes also Album aufgezählt. Ein Punkt für Artis auf jeden Fall. Zählt ja, okay, schon. Machen wir so. Okay, dann jetzt der letzte Song. Das ist ein Song, den ich weiß. mit Edo und Wavy, kleine Stiche. Das ist richtig, geil, ja. Ja. Aber ich war besser, als ich dachte.
Und du warst vielleicht ein Tick schlechter, als ich sagte, aber es war eine gute Runde. Es war eine gute Songauswahl auf jeden Fall. Danke, voll. Ich habe mir Mühe gegeben auf jeden Fall. Ja, du hast auf jeden Fall querbeet durchgezogen. Ja, voll. Ja, finde ich geil.